Hallöchen zu Star Stable Academy. Hier diesmal aus Dandeln. Heute habe ich mal wieder etwas Spannendes rausgesucht. In Newark gibt es ja einige magische Orte, wo du die Magie regelrecht spüren kannst. Aber diese offensichtlichen Plätze meine ich nicht, sondern die Bergpassage. Du denkst dir bestimmt, was, die Bergpassage? Das einzige Magische daran ist, dass ich instant Langeweile bekomme, wenn ich da durchreite. Ja gut, am Tag ist da wirklich nicht viel los. Diese Magie ist hier nur zu einem bestimmten Tageszeit aktiv. Geh um 23 Uhr, also wenn die Nacht über Jubik hineingebrochen ist, zum See. Hier ist es wirklich dunkel, die Sterne leuchten und die Wolken sind schwarz. Rate jetzt den Berg hoch, am Vermors vorbei und kurz danach wirken die magischen Kräfte Joviks und ändern die Tageszeit. Da, jetzt ist es passiert. Plötzlich wird es wieder Abend. Die Wolken sind wieder rosa, die Sterne sind komplett verschwunden und es ist deutlich heller. Hier der Vergleich. Sterne, schwarze Wolken und es ist düster. Und jetzt der Riesenunterschied. Warum diese magischen Kräfte da sind und es bewirken, weiß ich nicht. Aber es ist unglaublich praktisch für alle Spieler, die nachts Quest erledigen wollen und es nicht unbedingt mitten in der Nacht sein soll. Am Ende will ich noch sagen, diese kurze Musik habe ich natürlich selbst eingespielt. Ach, wer hätte es gedacht? Die war nicht im Spiel. Und ich weiß, es ist keine Magie, sondern wahrscheinlich eher ein Bug. Diesen gibt es allerdings schon seit einigen Jahren. Ich kann mir kaum vorstellen, dass Star Stable das nie aufgefallen ist. Also, ist es mittlerweile so gewollt, dass du die Nacht zum Abend umwandeln kannst? Dennoch ist es ziemlich cool, die Zeit ein wenig zu verändern. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Eine weitere Folge und die Playlist von Star Stable Academy findest du hier auf dem Bildschirm. Bis dann und ciao.